Ich stehe nun vorm Eingang der Freistadt Christiania. 1971 wurden ca. 34 Hektar mitten im Stadtkern Kopenhagens zum autonomen Gebiet erklärt und wird seither auch von staatlicher Seite geduldet. Hinter mir also ist eine richtige Hippie-Stadt gewachsen. Ursprünglich war eigentlich die Idee dahinter, nur Platz für die Kinder zu suchen, wo sie spielen können, denn es herrschte Platzmangel in Kopenhagen. Christiania ist in ganz Europa überhaupt nicht vergleichbar. Es ist ein richtiges Phänomen. Schauen wir mal rein. Ich bin schon wieder draußen aus Christiania. Ich habe mir tatsächlich unter einem Hippie-Ort etwas anderes vorgestellt. Bis auf, dass viele Gebäude wirklich mit Graffiti bunt bemalt sind und man echt ein paar coole Motive vorfindet. Bis auf diese bunten Wände fand ich eigentlich Christiania heute eher als einen düsteren Ort. Mag natürlich auch daran liegen, dass alle in ihren dicken Winterjacken vermummelt waren. Das hat bestimmt auch viel damit zu tun, aber ich habe auf jeden Fall auch viele finstere Blicke abbekommen. Ganz bestimmt wegen der Kamera. Die war nicht wirklich beliebt. Und das hat aber ganz bestimmt den Grund, denn in Christiania werden auch rege Drogen verkauft. Aus staatlicher Seite wird anscheinend Marihuana akzeptiert, aber es gibt wohl auch härtere Drogen und Waffen und viel Gewalt. Es gibt einige Drogentote, die Christiania zu verzeichnen hat. Und 2016 kamen auch bei der Festnahme eines Drogendealers zwei Polizisten bei einem Schusswechsel ums Leben. Ansonsten ist Christiania ein total friedlicher Ort und die Leute, die da das Ganze aufgebaut haben, die wollen ja wirklich in einer guten Gemeinschaft da drin leben, aber das Ganze als autonomer Ort ist so zwiespaltig. Ja? Ich kann mir aber auch echt vorstellen, dass ich das heute einfach echt wirklich so empfunden habe, weil einfach es war wenig los. Die meisten waren einfach wirklich nur diese ganzen Drogis. Und ich glaube aber im Sommer, wenn es da viele Veranstaltungen und Konzerte gibt, dann ist es, glaube ich, ein wirklich richtig bunter, schöner Ort. Leider hatte ich aber heute nicht wirklich diesen Eindruck. Für mich ist auf jeden Fall klar, dass ich heute mit Christiania fertig bin, denn die Dämmerung hat schon eingesetzt und in der Dunkelheit möchte ich auf jeden Fall nicht in Christiania umherlaufen, denn da waren schon echt einige düstere Gestalten unterwegs. Also nichts wie weg hier.